Herzlich willkommen zurück zu Let's Play EverQuest 2. Wir sind hier in einem Zauberpalast, also einem selbst erstellten Dungeon, und müssen uns mal mit dem ein bisschen auseinandersetzen. Ne? Gucken wir mal, ob wir den schaffen. Ich versuche, hoffe es mal. Huch, was habe ich gerade für ein Damage gemacht? Hm. 109.000. Sind die Zauber hier ein bisschen auf uns angepasst? Ja, die sind alle ein bisschen angepasst. Urflamme, hau den um, ich hau den anderen um. Puh! Hat unsere Urflamme das nicht ganz geschafft? Scheiße. Müssen wir uns eben beleben. Ja, das wird ein bisschen lustig. Wir können nämlich dann irgendwann gleich nochmal wieder schön reparieren gehen. Ah. Eiskomet. Eigentlich müsste ich den mit dem Eiskomet nur nehmen können. Aber nicht, wenn ich noch... Ah. Die, Todesschwäche habe. Jetzt, hör auf mich zu unterbrechen, du scheiß Mistarsch. Vieh. So, dich muss ich eben fesseln. Ja, danke, bin ich wieder tot. Boah. Gibt es nicht. Was war das jetzt? Ja, wir müssen sowieso ein paar Zauber noch eben kurz auf uns erneuern. Hm. Eigentlich müsste ich dich one-hitten können mit einem verstärkten Eiskometen. Okay, spätestens jetzt die Urflamme müsste dich eigentlich auch jeden gar ausmachen. So, geht doch. Dort vorne sind noch drei Gegner wieder. Ne, vier auch. Hier sind also überall immer Vierergruppen, glaube ich, jetzt. Die Vierergruppen können wir immer effektiv auf Dreiergruppen reduzieren. Weil wir immer... Ich weiß nicht, was das da draußen jetzt gerade los ist. Ich weiß nicht, ob ihr das gehört habt. Irgendwie war draußen ein bisschen komischer Lärm gerade. Weil wir einen auf jeden Fall immer raus one-hitten können mit einem Eiskometen. Da müssen wir uns effektiv immer gegen Ei behaupten. Flicker, Pirscher, Verfolger. So, warten wir kurz, bis die Wiederbelebungskrankheit weg ist. Für Schulden haben wir, 1% Erfahrungsschulden schon gesammelt. Na gut, aber wir kriegen ja auch hinterher noch Erfahrung, hinterher erst die Erfahrung, wenn wir den Verlies abgeschlossen haben. Also von daher kann das noch gut was mehr werden. So, der müsste auch tot sein. Nein? Fuck. Ja, okay. Jetzt sind wir wieder tot. Boah, wir schaffen keine vier von den Viechern. Die Dinger sind über. Ja, ganz schön. Über. Ja, jetzt heißt es wieder die Wiederbelebungskrankheit abwarten. Ich meine, eine von denen dürften wir ja sogar schaffen, wenn wir ein bisschen warten noch. Frostschild geben. Wir müssen nun immer die freihändige X-Rei machen. Also wir müssen immer wahrscheinlich zwei von den Viechern sofort rauswandeln. Bei wem beginnt die FP-Timeline, wo man diese Piratenhut bekommt? Keine Ahnung. Ah, da dann. Wie viel cooler ist denn unser Eiskomet eigentlich? Das würde mich jetzt gerade mal so interessieren. Eiskomet. Ja. Wiederverwendung 25 Sekunden. Na gut, wenn man bedenkt, wie viel länger wir hier warten müssen. Für unsere Wiederbelebungskrankheit, dann lohnt das sich ja sogar schon fast. Ich frage mich gerade, was diese Widerstandskraft überhaupt heißen soll. 12% schwieriger heißt es. Ach so, es fällt dem Gegner beim Eiskometen 41% schwieriger, denen zu widerstehen. Das heißt, wir haben den ganz schön stark gemacht, finde ich. Beim Solarbrand sind es 29% schwieriger.
Feuerball 25%. Das heißt, wir können zum Beispiel mit Eiskometen auch rohe Gegner noch ziemlich wahrscheinlich treffen. Das ist ja mal mega geil. Der Eiskomet ist sowieso irgendwie der absolute Überskill des Zauberers. Habe ich so das Gefühl, immer. So, einen umgehauen. Und den zweiten gleich auch. Wenn er uns jetzt nicht stunnen würde. Er stickt das Ziel. Noch länger. Boah, das ist ja mega übertrieben. Gucken wir mal hier so ein bisschen. Mhm. Eigentlich momentan ganz interessant eingerichtet hier, ne? Muss man ja lassen. Ich will ohne freie Nähe-X-Reihe erst gar nicht, jetzt glaube ich, gegen die Viecher versuchen. Also gar nicht erst versuchen, einen von den auszuordnen. Gut. Einen haben wir wieder rausgeordnet. Jetzt heißt es natürlich jetzt warten wieder. Boah, dort hinten geht das noch extremst härter weiter. Das ist ein ganz schön harter Dungeon, aber er ist nicht unschaffbar für uns. Nee, ich glaube, ich will mal nochmal den Eiskometen und versuch's dann nochmal mit gegen drei Gegner auf einmal. Mit Eiskometen und Feuerball dürfte ich nämlich zum Beispiel den ersten direkt schaffen. Den ersten haben wir geschafft, gut. Einen... Mutig, meint ihr? Zack. Ah, immer diese komische Kamera rumgedrehe. Was? Wieso kommen die denn alle noch? Ja, dann bin ich jetzt tot. Fuck. Wieso kommen das viele noch mit? Grummel. Okay. Hau ich den mit um. Tatsache, kommen sie alle jetzt. Nee, oder nur zu dritt. Hier kommen Urflamme, hau den um. Bevor ich sterbe. So. Einer ist dann noch übrig, dann sterben wir halt nochmal. Wir haben keinen Mana nämlich mehr gegen den. Mein Gott. Der Palast ist extrem hart. Viel zu hart, vielleicht sogar. Wenn man das so sagen möchte. Oder so sagen darf. Aber naja. Wir werden uns einfach jetzt durchbeißen. Ich meine, wir haben schon 2,5% Erfahrungsschulden und unsere Ausrüstung hat 50%. Ja. Und wir haben immer noch uralte Schulterschützer, fällt mir gerade auch so auf. Mhm. Kann man eigentlich ja nicht so stehen lassen. Ja, man sieht ja eindeutig im Chat, es sind immer so ein paar Bugs drin. Wir haben ja mehr als 0 Erfahrung bekommen, auf jeden Fall. Dafür jetzt. Hm. Fieberhafter Huluk-Verfolger. Flicker und ein Pirscher. Mumifizierter Soldat. Davon sind zwei oder sowas in der Art. Und da. Mumifizierter Rowdy. Oh, den Kuss ist Wiederbelebungskrankheit ausgelaufen. Ist okay. Dann können wir nämlich den schönen One-Hitten. 378.000. Ich mich hier durchsteigen, ohne dass ich angegriffen werde? Nein. Zumindest nicht von, ohne von diesen Viechern hier angegriffen zu werden. Mein Gott, wie oft unterbrichst du mich denn noch, du scheiß Vieh.
Viecher unterbrechen dann auch meine Zauber, dass ich so von vorne zaubern muss. Das ist scheiße. Ah, oh, wenn ich meinen Zauber rauskriegen will, dann würde ich auch die Viecher umhauen. Aber so... Das gibt es nicht. Das gibt es nicht. Das ist ja mal ein geiles Ding, was da drum fliegt. Okay, räumen wir erstmal hier ganz in aller Ruhe jetzt diesen Raum hier leer. Das heißt, wir müssen jetzt jedes Mal auf die Cooldowns von beiden Skills warten, von der freihändigen Rexerei. Wo ist die? Freihändige Rexerei hat eine Wiederverwendung von einer Minute. Das heißt, wir müssen da immer eine Minute warten, ein Mob pro Minute. Ein MPM. Mob per Minute. Na gut. Undulierender Wahrsager. Das Mistvieh, was mich so überrascht hatte. Ich hatte die zwar vorher irgendwann schon mal gesehen, aber irgendwie hatte ich die nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Mach mal den da weg als nächstes. Der steht mir da so gefährlich. Aber hier sieht man auch, wie ein Magier eigentlich dann sein sollte. Wirklich Glas kennen. Jede Menge Schaden, aber wenn immer ihm selber was passiert, ist er tot. So, ich versuch's mal gegen den. Ja, okay, wir haben einen umgehauen, bevor die uns erreichen konnten. Das ist gut. Und Feuerball. So, und ich kann dich nochmal mit einem Eiskometen bombardieren und dann haben wir... Töte ich dich noch. Wenn du mich nicht erneut unterbrichst nochmal. So, geht doch. Haben wir jetzt gerade mal 3 Stück geschafft. Puh. Aber das war auch knapp genug. Wenn ihr euch das mal jetzt anseht, wie viel Leben wir noch übrig haben. Und hier, und der Eisschild war auch dafür wieder gepoppt worden. Also ohne Eisschild schaffen wir das sogar überhaupt nicht. Wartet mal eben kurz, bis Eiskommet wieder verfügbar ist, um nochmal hier einen abzufeuern von denen. Nein! Ja, okay, jetzt sind wir tot. Konnten wir nichts gegen machen. Das ist halt immer so eine Glückssache, ob der Eiskomet genug Schaden macht oder nicht. Deshalb verstärke ich den ja jedes Mal, damit die Wahrscheinlichkeit höher ist, dass das stark genug ist, aber es reicht halt nicht immer. Lalala. Gibt's hier unten einen einzigen Gegner oder sind wieder 2? Ein mumifizierter Soldat noch. Und der Dungeon ist noch ganz schön groß. Fuck, ey. Wie soll das denn nur weitergehen? Das wird ja noch richtig lustig. Ich greife gleich mal den... Hau gleich mal... Ach. Versuchen wir mal den mumifizierten Soldaten den Weg zu kriegen, damit er hier keine... Fuck. Fuck. Guck euch das an. Was da für eine Menge von Soldaten kam, nur weil der da ein bisschen scheiße stand. Und weil wir den nicht gewonnen haben. Also wir sind alles one-hitten, sonst sind wir tot. Schöne Aussicht, ne? Finde ich nämlich auch. Ja, okay, die Zweiergruppe dürften wir gleich mal auseinandernehmen können. Auch hoffentlich ohne unseren Eisschild. Wie viel Schulden haben wir? 4% schon. Unsere Rüstung ist... Unsere Rüstung ist ein Katastrophenfall mit 20%. Kann ich denn hier durchsteigen, vielleicht den ganzen Dungeon? Bis jetzt sieht uns ja nichts, ne? Singender Zyklop. Dervischmediziner.
Uch, guck euch das mal an, was hier uns noch erwartet hätte. Da hätte ich ja jahrelang gegen kämpfen können. Teilnahmsloser Wachposten. Mit dem Pet. Boah. Wieso knallt man denn so ein Dungeon so extrem voll immer mit Monstern? Kann man nicht ein vernünftiges Design sich überlegen? Talonitenbruder. Rechts und links auch nochmal Gegner ohne Ende. Da ist die Palasthüterin. Das scheint der Boss zu sein. Was ist hier? Also wir schleichen jetzt hier bis zum Ende des Dungeons. Ich habe keine Lust mehr, mich noch 30.000 Mal zu sterben und unsere Rüstung ist sowieso für den Arsch und wir werden sowieso, was weiß ich, gefühlte Milliarden Gold Reparaturkosten schon haben. Da können wir dann auch jetzt in aller Ruhe hier uns rausschleichen. Luftelementar-Patrouillengänger. Ein abscheulicher Aufseher. Schreckensfürst Schissa. Mit einem untoten Ritter. Boah. Ja, okay, ich war schon mal in diesem Dungeon Design, weshalb ich genau weiß, wo es auch rausgeht hier, ne? Ohne die Unsichtbarkeit werde ich einen Anfall bekommen. Wer ist das hier noch zum Endgegner? Djinn-Pyromat. Verlassen wir den Dungeon wieder. Es ist sowieso jetzt gleich Tag, das heißt, wir können dann noch wieder ein paar Mönchsgeschichten hören. Speichern wir. Und geben keine Punkte. Der war einfach zu übertrieben hart gemacht. Viel zu übertrieben hart. Ich glaube, ich muss selber mal bald einen Dungeon erstellen. Also mir die Erweiterung holen. Akzeptieren. Immerhin unsere kompletten Schulden sind entfernt worden. Warte mal, da war doch irgendwas mit Frechhauer. Ja, okay, das war eine Geschichte, dessen Lösung wir schon oben kannten. Ne? Das heißt, ich muss mal einfach gucken. Ich bin bereit. Bruder Zephyr, vernichtet, glaube ich, nicht Brechhauer, sondern Steinfloss, oder? Wow. Warte mal. Ich guck mal gerade kurz her. Bruder Quinn hatte den Brechhauer getötet. Zanfi ist der Clangründer. Oder Ordensgründer. Also schön, es ist an der Zeit mit der Ausbildung eurer Körper fortzufahren. Ja. Müssen wir so wie ein bisschen warten noch.
Ich würde gerade interessieren, in welchem Intervall quasi die Geschichten kommen. Und ob ich nach jeder Geschichte vielleicht einmal hochgehen kann. Lass mal versuchen nochmal. Nee, wir müssen uns noch mehr Zeit nehmen. Also, heißt hier jetzt warten. Ich wünsche euch alles Gute. Erstmal bis zur nächsten Folge. Ah, von EverQuest 2. Ciao, ciao.